neuen Film. Ja, mein neuer Film, die Fallenius Bastards, kommt demnächst ins Kino. What is it about? Es ist ein Film über vier durchgeknallte Motherfucker, die nur noch eins im Kopf haben. Die Zerstörung des schlechten Musikgeschmacks. Ein wirklich guter Ansatz, auch umsetzbar. Ja. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast. Und zwar geht es heute um die Deichmann-Show. Zweite Deichmann-Show quasi, die wir absolviert haben und die der ersten Deichbrand-Veranstaltung nicht ganz unähnlich war. Es hat geschifft wie aus Kübeln. Ja, und warum es geregnet hat, das müsstest du eigentlich selber am besten wissen. Ich? Mhm. Ja, denk mal an die Ansage, die du gemacht hast. Wo sind die Leute, die beim letzten Mal Deichbrand vor dieser Bühne standen? Es ist ein Unwetter auf dem Weg hierher. Nein. Ich glaube, wenn war es eher die hier. So, lieber Petrus, wo sind Sie, die Hagelkörner, du Feigei? Tja, kann man Petrus eigentlich gar keinen Vorwurf machen, ne? Aber Deichmann war trotzdem der Oberknaller. Na? Hammer Show, irgendwie super, ja, super Location, geiles Line-Up, geile Leute im Publikum und so weiter. Also ich kann nur sagen, irgendwie Respekt eigentlich an alle, die wirklich da geblieben sind und trotz dieses markanten Regenschauers. Gehalten haben. Ich weiß nicht. Ich finde das einfach super, wenn die Leute dabei bleiben, an der Stange bleiben und einfach rocken. Egal wie das Wetter ist. It's raining, man. Wir hoffen, euch hat der zweite Podcast gefallen und wir können nur so viel sagen, stay tuned, myspace.com/Fallen, aber das wissen die meisten von euch ja eh, oder Facebook, oder. Es kommen jetzt noch richtig viele schöne Podcasts auf euch zu und an dieser Stelle sagen, Björnsen and moi. Adios, ihr Lieben, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Podcast. Bis Nummer 3. God, yeah!